So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde DSHZGB1 Gartenfriedhöfe. Ich bin da am Start mit dem Pflanzenteam und starte natürlich als Lüfterobse. So, dann legen wir mal einen Zahn zu und schauen, dass wir da die Zombies eliminieren. Der kommt da mit dem Affenzahn zu Weg. So, den ersten haben wir. Eieieiei. Okay, wir haben zwei Spieler weniger. Komm, respawn. Ja, natürlich kriegt er mich wie nichts. Danke, Misha. Komm. Ich kann momentan nicht respawnen. Ich weiß nicht, wieso ich so lange warten musste. Die Runde fängt ja schon perfekt an. Natürlich, wenn die zu zweit auf mich losgehen, habe ich die Arschkarte gezogen und komm gegen denen gar nicht an. Würde mich auch wundern, wenn ich da eine Chance hätte gegen zwei Spieler gleichzeitig. Ja, die kriege ich vielleicht mit etwas Glück. Super, ich muss das nachladen. Ja, die sind nach wie vor zu zweit und dazu haben sie noch ein Boot. Okay, Haftkügelchen hat da einen Wissenschaftler auch schon hinplatziert. Quick. Bisschen später erst bemerkt, danach war ich da vom Ingenieur. Betäubt vom Elektriker. Ach, kann man nichts machen. Auf jeden Fall erobern die schon wieder mal einen Garten. Eine reinste Katastrophe. Was ist denn da los? Dopingkontrolle. Okay, momentan habe ich da in unserem Team 5 Kills. 2 sind sogar noch bei 0. Wirklich schlimm. Aber wenn man da in einem schlechten Team zusammengewürfelt wird, kann man wenig dran ändern. Einfach schlucken und hinnehmen. Natürlich Schnapper wäre eine Variante, aber als Schnapper hat man den Nachteil, wenn man da einen Gegner wegfrisst, ist man ein leichtes Ziel. Ja, natürlich müssen die da einen Luftangriff starten, zusätzlich noch als Cricket Star. Ich muss erstmal nachladen. Ein
Okay, Verbündeten gerettet. Hilft mir in dem Moment aber nicht viel. Und schon wieder ein Gärtner-Robot. Ja, ja. Kriege ich dich noch oder werde ich kalt gemacht vorher? Die dann mit ihren ganzen Zombies, die sie beschwören. Macht denn der da ein kurzes F trinken, oder? Ich habe schon nur wieder 40 HP, also extrem wenig Leben. So, nachladen und direkt wieder weiter mit einem Angriff. Hey, lass das! Mal, ich muss nachladen. Unfair, du darfst nicht schießen, ich muss nachladen. 4 HP. Ja gut, jetzt bin ich tot. Die brauchen mich nur böse anschauen und schon bin ich tot. So, kurz eine Bambuswumme noch ziehen. Ja, die war jetzt für die Katze. Ach komm. Lassen wir es mal weiterkrachen. Kommt, nähert euch. Pam. Ja, natürlich, der hat den Schuss des Todes. Kann mich aus 10 Kilometer Weg treffen. Mal kurz schnell nachladen. Ja. Bist du da so schnell hin noch? Und schon wieder mal abgeknallt. Aber wenigstens in dem Modus kann man so oft respawnen, wie man will und möchte. Das ist der einzige Vorteil. Weil es da ja nicht auf die Kills drauf ankommt, sondern auf den Gärtner-Rover. Okay, mit was hat denn der mich jetzt getroffen? Naja, die Zombies haben Checkpoint 1 erreicht. So, weg mit dir. Mich doch mal kurz eine Weile leben. Ja, ja, beruhig dich da mal. Ja, Checkpoint erreicht und natürlich, der Plumpsklo-Zombie gibt mir den Rest.
schaut nicht gut aus. Also von der Zeit her müssen sie es locker schaffen. Wir brauchen ja nur mehr darunter. Super, ich konnte nicht mehr schießen, da ich erst am Nachladen war. Ja, jetzt haben sie es geschafft. Die 39 Sekunden halten wir nicht mehr durch. Aber die, als meine Dien, ihr seht ja, die warten, bis man sie wiederbelebt, statt dass sie respawnen gehen. Tja, kann man nichts machen. Ich hoffe mal, euch hat es trotzdem gefallen. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Okay, dass die Zombies die ganzen Gärten erobert haben, das wissen wir ja. Aber ich meine von den Kills her, die ich mich da gemacht habe. Okay, Abschussmeister mit 24. Hey Leute, wir haben 4 Leute im Team mit 0 Kills, einen mit 3, 2 mit 5. Extrem schlechtes Team. Ich hoffe mal, euch hat es trotzdem Spaß gemacht und man sieht sich das nächste Mal wieder. Tschüss!